Namaste, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute gucke ich mir ein Evolution-Video an. Und zwar von einem Schauspieler, der sehr berühmt ist, sehr bekannt ist und mein Lieblingsschauspieler ist. Er ist auch der erste, den ich so kennengelernt habe im Bollywood. Es ist Shah Rukh Khan, King Khan auch genannt. Und genau. 2006 fing es an hier in Deutschland. Da lief der Film Gabi Hushi Gabigum. Und ab da kam der Hype nach Deutschland. Bollywood-Hype, Shahrukh Khan-Hype. War echt eine tolle Zeit auch. Also meine Kindheit geprägt auch durch Bollywood. Und genau, da dachte ich mir, ich gucke heute für euch Shahrukh Khan Evolution an. Ich bin gespannt. Mal gucken, welche der Filme ich gesehen habe oder welche der Filme ich noch nicht gesehen habe. Genau. Dann sag ich, lass uns lieber anfangen. 19 Minuten dauert er. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Oh, Deepika. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das auch nicht. Kenne ich auch nicht. Oh mein Gott. Ah, den Film kenne ich. Das habe ich sogar auch angeschaut. Auf Deutsch. Aber da hat er, glaube ich, nicht so eine große Rolle, glaube ich. Das war ja dein erster Film, Shahrukh Khan und Kajol, also Traumpaar in Bollywood, finde ich. Und der Film war schon heftig, er war schon düster und seine Rolle war böse. Das ist doch mit Juhi Chawla, wo er auch in Stalker Bösewicht spielt. Oh mein Gott. Jadu teri nazar. Ich habe den Film auch angeschaut und die Lieder finde ich auch gut. Okay, das kenne ich nicht. Ich kenne den Film nicht, aber ich und TK haben zu diesem Lied eine Reaction gemacht gehabt. Madhuri Dixit war das ja, ne? Karan Arjun. War ein bisschen komischer Film, finde ich. Ist ja mit Salman Khan. Kajol spielt da auch mit. Ja, war ein interessanter Film. Mit Reinkarnation, meine ich, war das. Weil ich glaube, die sterben und dann werden die wieder erwacht oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ich habe den Film auch gesehen. Ja.
Das habe ich auch angeschaut. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ist schon sehr lange her, dass ich das angeschaut habe. Vielleicht über 10 Jahre. Ist das Ravina Tandon oder so? Kann das sein? Falls sie, ja. Oder schreibt in den Kommentaren, ob es stimmt. Aber ich habe es nur einmal angeschaut. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Kenn ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kurze Pause hier. Also, Dille Walle Dunhalnir Lechange ist echt einer meiner Lieblingsfilme. Habe ich auch als DVD hier. Wer zuerst kommt, kriegt die Braut auf Deutsch. Und ja, ich finde, kurz auch mal zeigen können, ne? So, ups. Sehr schön. Dieser Film ist ja echt, soll ja Kultstatus haben. Und soll ja Kultstatus haben. Lief ja wohl sehr lange in indischen Kinos. Also sehr cool, sehr schöne Lieder. Ich glaube auch, Regie führt, glaube ich, Aditya Chopra. Genau, Aditya Chopra. Kajol, Shah Rukh Khan. Ach, Traumpaar. Also dieser Film ist echt sehr schön. Diese Stimme von Udit Narayan, glaube ich. Ich glaube, ich kenne es nicht. Was ist das denn? Ist das Yumi Chawla? Kenne ich nicht. Very good. Dieser Film gibt's auch auf Deutsch, aber ich hab's noch nicht angeschaut. Boah, schau, Khan sieht so jung aus hier. Kenn ich nicht. Chahat. Army? Kenn ich nicht. Keula. Mit Madhuri Dixit war das, oder? Kenn ich nicht. Kenn ich doch. Hab gesehen. War auch ein düsterer Film. Oh, schau, kannst Haare mal. Kenn ich auch nicht. Pardes. Ich hab einmal angeschaut. Amen.
नहीं चाल चाहे संभाले तो ये दिल नहीं माल चाहे और दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है बोली थी सुरन Karishma Kapoor und Madhuri Dixit. Oh my God! Das Film, oh my God, das Movie. Den habe ich auch ein paar Mal angeschaut. Das hatte ich auch als DVD gehabt früher. Das ist schon ein lustiger Film. Also die Lieder sind schön, finde ich. Und ja, ist witzig, finde ich. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist Ravina Tandon. Aber mit und Yuhi Chawla spielt auch mit. Ja, voll hübsch. Ja, der Film ist witzig und die Lieder auch. Aber ich habe, glaube ich, den Film vor über 10 Jahren angeschaut. Ich glaube, der Film ist sogar von Mani Ratnam. Von dem Film liebe ich das Lied Cheya 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 und Jia Jelly Jia Jelly, wo Pretty Cinta auch dabei ist. Ah, der Film war jetzt nicht so meins. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Kuchi Kuchi Hutta, hey. Ich habe diesen Film vor, ich weiß nicht, 3 Wochen erst angeschaut wieder. Ich habe es auch als DVD, aber es lief im Fernseher. Hier, vielleicht könnt ihr ja sehen, hier steht Kuchi Kuchi Hutta Hey und drüber ist Gabi Hushi Gabi Gum. Ja. Oh. Ich muss euch mal was beichten, aber. Bei Kuchi Kuchi Hutta Hey, beim Ende, ne? Oh, da krieg ich immer Tränen. Das ist so schön. So ein schöner Film. Wirklich. Und wieder mit Kajol einfach. Ey, Trauper. Dazu habe ich auch eine Reaction gemacht gehabt. Mit meinen Geschwistern. Könnt ihr auch gerne unbedingt anschauen. Bacha. Kenn ich nicht. Dil hai Hindustani, phir pe dil hai Hindustani, phir pe dil hai. Diesen Film kenne ich nicht, habe ich nicht angeschaut. Gibt es aber auf Deutsch jetzt mittlerweile auch, glaube ich. Ich kenne nur das Lied Pirbedil Hey Hindustani. Habe ich früher so oft angehört, weil es so schön war. Ist ja auch mit Yuhi Chawla. Ja, hier. Okay, wir nähern uns. Ich glaube, wir sind schon 2000. Ja. Hey, da. Kenn ich nicht. Josh. Ist das mit Aschwarya Rai? Ja. Oh, dieser Film ist auch so, hat auch eine wichtige Bedeutung. Es ist echt so schön und auch traurig. Also, ich finde es so schade, dass Aishwarya Rai hier so eine kurze Rolle hat, weil sie ist auch so hübsch hier in dem Film. Ich hatte den Film auch als DVD, aber jetzt habe ich es leider nicht mehr. Ich habe diesen Film auch damals zur Schule mitgebracht. Ich weiß nicht, war glaube ich siebte Klasse war ich. Und da haben wir diesen Film
über mehrere Wochen immer angeschaut im Musikunterricht. War echt schön. Die Lieder hier sind auch sehr schön, finde ich. Oh, kenne ich auch. Gibt's auch auf Deutsch. Der Babysitter kommt. Da habe ich auch ein Lieblingslied, wo die zusammen sind. Oh mein Gott. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, weil ich auch Kareena Kapoor liebe. Habe ich auch als DVD geholt gehabt, so Ashoka. Das ist, oh. One of my favorites. Oh. Ja. Habe ich lange nicht mehr angeschaut, muss ich sagen. Ja, okay, in der heutigen Zeit guckt man auch so selten DVDs. Mann, ich bin eher immer auf Netflix. Und ja, das ist schade, aber ich habe die wenigstens zu meiner Sammlung, weil einfach schöner Film. War, glaube ich, nicht so erfolgreich, aber für mich ist das erfolgreich genug. Also ich mag den Film sehr. Wie findet ihr den Film? Und die Lieder sind so schön von Anu Malik. Oh. Pare, pare. Okay, dieser Film ist einfach Legend. Because es war der erste Film, der so bekannt wurde in Deutschland, als der hier zum ersten Mal lief. Also es lief am Primetime, der Film, und über 3 Millionen Haushalte haben diesen Film angeschaut. Und danach kam der Bollywood-Boom. Also war echt sehr erfolgreich, voll cool und so traurig. Ne? Ich habe den Film vielleicht schon so oft angeschaut. Ist ja auch hier in meiner DVD, Gabi Hushi Gabigon. Hier steht Bollywood Favorite Couples, Number One. Und ja. Ja, die Lieder hier sind Bombe, Story schön, emotional, eigentlich nur super, ey. Bolle, Julia. Ah, bei Seshawasha. Belly, belly, diesen Film habe ich auch angeschaut. Spielt ja auch Salman Khan und ich glaube, Aschwarya hat auch eine kleine Rolle, ne? Devdas. Oh mein Gott. Ich muss sagen, als Jugendlich habe ich den Film angeschaut gehabt, aber nicht so gemocht. Wahrscheinlich weil so, weiß nicht, was ist nicht so für Kinder vielleicht. Aber dann später gesehen, fand es voll gut. Die Lieder sehr schön. Aishwarya Rai und Madhuri Dixit, Schauspielerinnen, super. Die Lieder sind so schön. Ja. Ist ja von. Wie heißt der Regisseur nochmal? Boah, mit Rani Mukherjee. Diesen Film hatte ich auch als DVD gehabt. Jetzt nicht mehr. Die Lieder hier sind, finde ich, auch sehr schön. Habe ich auch früher so oft angehört. Also, falls ihr seht, dass ich mitsinge, die Lieder habe ich öfter so oft gehört. Mittlerweile höre ich die nicht mehr an, aber ich habe die immer noch im Kopf. Film fand ich auch schön. Beim ersten Mal schauen habe ich auch Tränen in den Augen bekommen. Ja, sehr schön.
चलो तम दूर के दूर के नाम ich glaube, das war sogar am Ende. Oh. Oh, no. Dieser Film ist auch sehr beliebt in Deutschland. Viele lieben ihn. Ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Fan von dem Film. Wahrscheinlich, weil er stirbt. aber ja, schöner Film. Mit Pretty Cinta, Saif Ali Khan. Ja. Und die Lieder sind natürlich schön. Das kenne ich gar nicht. Oh mein Gott! Das ist auch sehr etwas Besonderes für mich, weil meine erste Bollywood-DVD, die ich gekauft habe, war Mehuna. Das ist meine erste gewesen. Ist auch eine lustige Story. Ich habe zu 8 habe ich Geld bekommen gehabt, zu Ramadan. Und da wollte ich davon DVD kaufen, meine erste Bollywood-DVD. Und das war, ich dachte eigentlich, das wäre Wer und Sarah. Aber dann habe ich das geholt und dann habe ich erst später gemerkt, dass ich die falsche DVD gekauft habe. Aber ist auch ein schöner Film. Meine Schwester liebt ihn voll. Sie hat ihn früher so oft angeschaut. Ja, cool. Und die Lieder sind so schön hier. Das ist mit Sushmita Sen. Check that. Like that. Die Lieder sind echt schön. Gori 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 gori. Was war das? Hab ich auch gesehen, auch so 2-3 Mal. Ist auch ein netter Film. Ist mal ein anderer Film gewesen. Ich habe den, glaube ich, nur einmal angeschaut. Karl, aber ich fand den, glaube ich, nicht mehr. Aber war schon so lange her. Vielleicht schon über 10 Jahre. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Also den Film habe ich schon vergessen. Bahel mit Rani Mukherjee. Den habe ich auch einmal angeschaut, glaube ich. Okay, wieder Nakehina war echt kurz. Ja, der Film ist auch schön. Also die Lieder sind schön. Ist ja auch mit Abhishek Bachchan und Pretty Cinta. Und Rani und Shahrukh. Schöner Film, fand ich. Nicht der beste Film, aber... Also nicht der beste Film von Karan Johar. Aber ja, interessant. Die Story ist jetzt nicht so meins gewesen. Ja, und Don. Oh mein Gott. Don 1, Don 2... Schon Don 3? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, noch nicht. Don. Diesen Film, Don, habe ich zum Geburtstag bekommen. Ein Geburtstagsgeschenk, das weiß ich noch. Shah Rukh Khan. Habe mich so gefreut, weil auch Kareena Kapoor spielt. Aber. Und Priyanka Chopra, oh mein Gott. Ich glaube, ab da habe ich auch Priyanka Chopra kennengelernt und sie war auch sehr schön. Und seitdem ist sie auch meine. Auch nicht. Lieblingsschauspielerin. Ja, die Lieder von Don sind auch sehr schön. Also von Don 1 sind die Lieder sehr schön, Don 2 eher nicht so. Ja.
Okay, I can. I see you. Kenn ich nicht. Ah, war das nicht John Abraham? Nein, Karen Arjun. Nein, Arjun Rampal. Oh, Chuck the Indian. Den Film habe ich auch angeschaut. Oh, Chuck the Indian. Chuck the Indian. Ich glaube, das war doch der erste Film, wo er mit Bart war. Das war auch nicht schlecht aus. Om Shanti Om, oh mein Gott. Ich habe schon meinen Freunden gesagt, wir müssen diesen Film anschauen. Ich habe den Film schon über 10 Jahre noch nicht gesehen, aber ich muss ihn unbedingt nochmal anschauen wegen Deepika, Shah Rukh Khan. Und der Film ist so schön, finde ich. Und die Lieder auch. Shanti Om. Deepikas erster Film war das. So schön gemacht. Kenn ich nicht. Anushka Sharmas erster Film. Und lasst und ratet mal. Genau, ich hab's auch auf DVD. Hier. Rabne Banadi Jodi. Sehr schöner Film. Ja. Sehr schön. Ja. Also. Auf jeden Fall, ey, sehr guter Film. Auch emotional. Und ja, ist auch, glaube ich, von Aditya Chopra, oder? Ja, Aditya Chopra. Ah, Bindu Babak. Wo auch Irfan Khan spielt. Rest in Peace. Hat den Film euch auch angeschaut. War auch schön. Und die Lieder auch toll. Vor allem mit dem ganzen Gastauftreffen. Mit Karina. Oh, Irfan. Kenn ich nicht. Ah, da war jetzt Sushmita Sen. Ah, my name is Han. Den Film habe ich auch lange nicht mehr angeschaut. Habe ich auch als DVD. My name is Han. Muss ich wieder auch anschauen. Zum Glück gibt es den jetzt auch auf, also auf Netflix gibt den auf Deutsch. Weil die anderen Bollywood-Filme, die es auf Netflix gibt, leider mit Hindi und Untertitel. Ja, natürlich nicht schlecht und so, aber ich bin auch eher ein Fan, die auf Deutsch anzuschauen. Also alle Filme, die ich jetzt gekannt habe, auch habe ich auch auf Deutsch angeschaut. Also es gibt schon viele, die auf Deutsch synchronisiert worden sind. Und dieser Film ist echt stark. Von Karan, Johar und Kajol, oh mein Gott, so hübsch hier. Traumpaar. Oh, so cute. Aber auch traurige Seiten. Wanna be my chamacello. Wanna be my chamacello. Auch wenn ich den. Okay, der Film war nicht schlecht und so, aber ich finde die Special Effekte nicht so sehr. Aber Kareena Kapoor und Shah Rukh Khan sind meine Lieblingsschauspieler. Also, deswegen ist es sehr schön. Und die Lieder. Chamak Tolo gehört zu meinen Lieblingsliedern auch. Sehr cooler Lied. Stand by me. Don 2. Wusstet ihr, dass Don 2 in Berlin auch größtenteils gedreht wurde? In Deutschland? Der letzte Film von Yash Chopra, ne?
wo er dann leider verstorben ist, Rest in Peace. Dieser Film war ja mit Katrina Kaif und Anushka Sharma. Diesen Film habe ich sogar beim Gewinnspiel gewonnen gehabt. Und ja, ich war jetzt nicht der größte Fan von dem Film, aber die Lieder sind schön. Hübsch. Bombay Talk, das kenne ich nicht. Oh Gott, Chennai Express. Habe ich auch schon zwei, drei Mal angeschaut. Mit Deepika. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Aber kann man anschauen. Aber nicht der beste Film. Ist das? Achso. Ich mag das Lied 1, 2, 3, 4, Get on the Dance Floor, Happy New Year. Ist ja auch mit Deepika, Padukone und Abhishek. Den Film habe ich nur einmal angeschaut. Dille Walle, auch mit Kajol. Ich habe mich sehr gefreut, als das rausgekommen ist. Ich habe sogar im Kino angeschaut. Oh! Zurück zu Dille Walle. Vom Film war ich ein bisschen enttäuscht, weil es nicht der beste Film, aber war schön, die zusammen wieder zu sehen. Fan habe ich leider noch nicht angeschaut, obwohl es den auch auf Deutsch gibt. Ich muss den unbedingt noch nachholen, weil der Trailer gefiel mir sehr gut. Hatte auch eine Reaction dazu gemacht, aber ich habe den voll vergessen. Ich habe gewartet, bis er im Fernseher lief, aber habe es verpasst. Diesen Film habe ich nur ein bisschen angeschaut. Race habe ich angeschaut. Ich finde die Schauspielerin sehr hübsch. Die ist, glaube ich, sogar Pakistanerin oder so, glaube ich. Mahira Khan oder so? Ich weiß nicht mehr. Aber die ist hübsch. Der Film war okay. Diesen Film habe ich vor 2 Wochen angeschaut gehabt und ehrlich gesagt war der jetzt nicht so mehr voll. Ich fand den nicht so schön. Zero. Den habe ich im Kino angeschaut. Habe ich auch als Geburtstagsgeschenk bekommen gehabt. Kino-Tickets. Da haben wir den angeschaut. Der war okay. Ich fand Anushka Sharma stark. Boah, dieses Lied ist schön. Und das mit Katrina Kaif ist sehr schön. Husne Pacham. Ah, dazu habe ich auch eine Reaction gemacht gehabt. Ah, das war's ja schon. Ja. Interesting. Ja, waren schon einige Filme, die ich schon kenne. Ein paar kenne ich nicht, aber ja, falls ihr welche zu empfehlen habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Oh, war interessant, wieder schön zu sehen. Einige Filme. Nostalgie. Ja, falls euch diese Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert. Schaut euch meine anderen Bollywood-Reactions an. Ich habe so viele Bollywood-Reactions. Bestimmt findet ihr da was. Und falls ihr Empfehlungen habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Zu vielen Songs habe ich noch nicht reagiert. Ich weiß aber auch nicht, ob euch das noch interessiert, ob ihr das sehen möchtet. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben.
Dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Video. Namaste, stay safe.